So, Freunde, willkommen zu einer weiteren One Piece Folge. Ihr wisst, wie es läuft. Einen Tag später, sorry, ist leider mein Verschulden gewesen. Aber heute sind wir am Start. 1095 mit natürlich den One Piece Theoretiker. Mir ist nichts eingefallen. Was geht, ja? Das brauchen wir gar nicht mehr erwähnen. Ich wollte dir einen coolen Spitznamen geben. Aber nächste Folge habe ich einen coolen Spitznamen wieder für dich. Also, Jan, okay, was erwartet uns heute? Uns erwartet, also ich habe ein bisschen was gesehen, wie Sanji durch den ganzen Raum geschmissen wird von S-Shark und wie er komisch läuft. Aber ansonsten soll da, glaube ich, Natoshi da mitgearbeitet haben oder so. Was ich irgendwie weird und komisch finde. Ich weiß nicht. Dann gibt es wieder den hier, den Wackler, den Halswackler. Den Halswackler, so. Ja, der darf nicht fehlen. Freunde, wir gehen rein, lassen nur noch ein Abo auf dem Kanal bei mir, meinem lieben T. Und ja, let's go. Nächste Woche wird aber richtig krass, ne? Nächste Woche, das denkt man gar nicht, wird Ohara neu animiert. Boah, das wäre aber so Naotoshi krass. Das wäre krass. Ja, Freunde, erstmal Opening. Deswegen lassen wir es kurz einspielen für euch. Wir sehen uns dann gleich wieder. Jimbo. So. Nix, Digga, nix. Jetzt seht ihr mal, was ein Kinder-Jimbo mit euch macht. Kinder-Jimbo. Der Verstand eines Genies. Sixte Vegapunk. Alter! Das war eine Naotoshi-Explosion. Atombombe. Oder? Ja, ich glaube schon. Bro, Sanji ist ja... Digga, sieht detailliert einfach aus. Ja, das ist Natoshi-Boden. Natoshi-Boden. Oh, der Eis. Da war er kurz. Du musst ja echt arbeitslos und Langeweile haben, Natoshi, wenn er da schon dabei ist. Wenn er mal sowas schon macht, ne? Der Seraphim-Plot ist auch noch so am Köcheln, Alter. Das finde ich auch so geil, Mann. Das ist richtig heiß. Also, Franky sieht wirklich scheiße aus. Weißt du, wie Franky aussieht? Wie ein Mickey-Mouse-Charakter. Ja, wirklich. Okay, okay, ich bin jetzt gespannt. Baby Jinbei. Diese Sternpupille auch. Ey, wirklich. Nami's Death Animation. Oh, er kriegt eine Ader. Ey, Bro. Ey, achte nicht auf die Asses. Das sag ich jetzt schon. Da habe ich auch schon was gehört. Achte nicht auf die Asses. Oh, jetzt geht's in der reinjumpt. Die Enthüllung. Oh, oh, das war geil. Das war nicht cool mit den Strichen. Das war ja so Silent Reveal. Die waren alle so ruhig. Die Schwimmfrucht. Die perfekte Frucht für Jinbei. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich wäre das alles geisteskrank für Jinbei. Guck mal, boah. Oh, geil. Oh, oh. Alter, der gött aber auch wieder, Alter. Oh, oh, Junge, Jimbo. Alter, wo ist Sanji jetzt? Sanji steht immer nur angewurzelt darum. Wieso macht er aber echt nichts? Ja, es ist immer so, auch im Manga gerade. Sanji, hallo, was macht der? Nix, er zündet sich noch seine Ziese an. Warte mal kurz. Bro, ich wollte schon sagen, Alter, er chillt ja seine Eier in seinen Shorts. Bro, Gaming-Soundtrack. Ja, wirklich. Der Fuß-Soundeffekt. Ey, Chopper-Boots. Ey, Naotoshi-Staub. Naotoshi-Staub. Boah, geil, Alter, wow. Boah, das sind ja die Money-Shots hier. Boah. Okay. Ah ja, gut, das, okay. das, weißt du selbst. Ich verstehe Robins Teufelsflucht nach 1000 Folgen übrigens immer noch nicht. Ich auch nicht, ey. Also warum, wieso, ist ja keine Ahnung. Boah, Alter, dieser Jimbo Seraphim ist ja auf der alles gewappnet. Der ist ja richtig cold. Ja. Spanke! Gum Gum Gatling für Arme einfach. Guck mal, er verzieht keine Miene. Hey, er ist da drin ice cold. Guck mal, mit seinem Wasser. Alter. Oh. Ey, wie krass ist dieses Jimbei, ey. Oh, Alter, der Shot wieder. Oh, voll die geilen Shots, Alter. Oh ja, 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 das gibt mir wieder weit vom Mast aus Marineford. Das Wasser. Ey, überleg mal, alle Strohhüte vereint kommen gegen ein Kinder-Jimbei nicht an, Digga. Das war eine coole Action-Passage mit Musik, auch voll geil unterlegt. Ja, ja, ja. Im Manga war das wirklich 2-3 Panel so. Oh nein, Bro, Kuma-Flashbacks. Ja, ja, die Dodor-Frucht. Nein! Usopp! Ey, dieser Bro. Run! Dieser Run! Alter, nein! Ey, dieser Run! Ja. Ey. Digga, Franky will einfach umbringen! Bro, alle reden von Gruppendynamik, die Schrotbande kackt gerade richtig ab im Team. Ey. Das ist mal, wenn wir Gruppendynamik haben, dann stirbt da fast Lissabon bei. Franky ihn umbringen. Ja, einfach Höllenspirale. Höllenspirale. Wir machen hier den Raditz-Move, ey. Abonne. Dr. Vegapunk. Edison. Der ist so gefährlich. Ah, guck mal, wie er. Ey, so ein Jim, Boss. Ey. Oh nein, Alter, ihn juckt gar nichts. Ich schwöre, ich glaube, Jimbei ist der stärkste Seraphim einfach.
Digga, wirklich, ich glaube, das ist so 1% der Stärke von meinem echten Jinbei. Ich bin Tageros, den mag ich irgendwie. Der ist so nicht. Digga, ist so einfach so ein Roboter eigentlich nur. Ja, ja, aber das soll auch. Guck mal, der hat auch diese Frankie aufziehen, Dings auf dem Kopf. Digga, der sieht aber auch ziemlich glücklich aus. Ja. Und Video schneiden wir. Digga, das gibt mir echt Pain gerade, sag ich dir ehrlich. Was ist das für ein Minigame, was er da zockt? Guck mal jetzt, zack! Ein Stück Scheiße! Wie er fliegt! Alter! Sanji wurde geslendert in der Folge. Holt er einen Win im Manga, holt er einen Lost im Anime, so ist das. Diese Woche hat er 2 dicke Losses geholt, kann ich dir schon mal sagen. Oh nein. So viel dazu. Du. Grün Blatt. Das ist Green Blood, ey. Wie das funktioniert, ey. Oh. Wie kann Sanji eigentlich Beinhaare haben, wenn er immer in Flammen steht? Ja, ja, das frage ich mich auch. Palm? Was ist los? Nanami? Auf Malaysia? Doch nicht. Oh, der Reveal. York, ja, York. Ja. Immer diese Schnodderblase, diese Vario-Blase so. Vario-Blase. Jorke, Gier. Die heißt Gier? Ja, so ihr Gemüt, so. Digga, One Piece-Fans sind dumm. Also ich hab einfach meine dumme Erklärung gesehen. Ja, aber Lilith hat Bosheit als Namen, ne? Als Beinamen. Digga, ich sag ehrlich, für mich sind sie alle nicht Vegapunk. Für mich ist der einzige Vegapunk, wer ist da nochmal? Shaka. Apfelkuhn, achso, ja. Ja, der Rest zählt für mich nicht. Huh? Was war das gerade für ein... Achso, weil sie gegessen hat, oder was? Ah, okay, sie sind ja verknüpft, ja. Okay. Zucker, direkt Energie fürs Gehirn. Sie ist einfach dazu da, um zu essen. Ich glaube wirklich, die chillt da nur, frisst und geht auf Toilette. So, das ist ihr Ding so. Sie geht auf Toilette. Ja, das ist, glaube ich, wirklich gleich ein Element so. Oh nein, ein wichtiges Element der Vegapunks. Oh, Pizza hat ein bisschen wie der OPT. Oh. Oh, ich will sie gerne jetzt, Alter. Da liegt wieder so eine perfekte Anime-Fleischkeule, Digga. Oh, die perfekte Fleischkeule. Oh nein, Alter. Das ist. Sie macht gerade das, wie wenn man Pizza übereinander klappt. Oh, Traum. Nee, nicht Traum, das ist einfach nur Teig. Das ist der ganze Geschmack. Nein, 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 das ist ja mit Füllung. Nein. Das immer, ist eine Füllung. Tiefgepizzt und immer klappen und wie ein Taco essen. Nein, so. Das ist voll wrong. Da schmeckst du gar nichts einfach. Doch, doch, doch. Musst du jetzt ja, okay, ja, alles klar. Bro, die Musik, als jetzt. Jetzt muss noch ein extra Vegapunk für die Toilette, ey. Die Musik war gerade so, als würde Douglas Bullet zurückkommen, Alter. Ja, ja. Digga, was macht der Jinbei da? Der schlägt die Ströte tot. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ehrlich. Was ist hier los? Was ist das für eine Folge? Also, sie ist echt der Vegapunk, der frisst und scheißt, Digga. So für alle. Für alle gesplittet. Ich bin auch jetzt ein Vegapunk. Für alle gesplittet, Digga. Oh nein. KDN? KDN, was? Alter, das übernehme ich. Erstmal eine KDN-Session kicken. Ja, Digga. Digga, und erstmal nur da, um so Code essen in Gang zu gehen. Ey, das ist Kisaros Stimme. Nein, Spaß. Boah, er war kurz davor, sie umzubringen. Jetzt kommt der Zuschauer. Hallo, aufhören jetzt, Jungs. Aufhören. Oh, ja, das war's. Lysop ist direkt auf. Lysop ist einfach der Zorro im Arc, einfach komplett in Green. Die werden einfach gestorben, Digga, Alter. Zorro hat sich jetzt die Beine ab, die Füße abgeschnitten. Ja, ist so, ne? Ist echt so. Er hat's wirklich gemacht. Er wäre auf seinen Stumpen weitergelaufen. Boah, er packt ihn jetzt an und sagt so, Yamete. Sokomade. Daijoubu. Das sagt er gleich. Er ist wirklich der Zuschauer. Er kommt und sagt, reicht. Muss ich sagen, Code-Ass-Design bleibe ich bei. Wirklich. Richtig geil. Der Name ist auch krass. Shaka. Oh, guck mal. Sehen wir. Ob ich den Nacken mal gesehen habe, dass der Hautfall wabbert. So. Voll krass. Es ist ein Mensch, ja. Es ist da unter ein Klon. Ich check's nur nicht, dass wir das nie enthüllt bekommen haben und auch nie werden wahrscheinlich. Was denn noch nicht ist? Bro, der Shot. Jan, guck nicht nach unten rechts. Jan, auf, hallo! Meine Pupillen haben mich, glaube ich, schon verraten. Ich sag, Enel steckt dahinter. Bro. Jetzt kommt der Shot. Ich glaube, es kommt der Shot, auf den wir alle warten. Ruffys Gesicht. Kleines Kind einfach. Ja, ein bisschen klein wieder. Alter. Dicker. Bro, guck, Jinbei so aggressiv. Digga, der könnte alle one-shotten da. Da hat er. Er hat. Eigentlich krass. Also theoretisch, wir wissen ja, One Piece Welt würde so später aussehen. Theoretisch. Ja, ja.
Weil die Technik gibt's ja offensichtlicherweise. Vielleicht sah sie sogar schon mal fast aus. Ach, jetzt raus. Geht's los, Alter. Oh. Oh! Oh! Ja, Gierstein. Oh mein Gott, er ist gedroppt! Er hat's so gesagt! Oh nein! Der revealed schon, Alter. Oh, das ist jetzt episch. Was meinst du mit Vergangenheit? Oh, ja, das war krass aufgeladen. Oh mein Gott. Hat er das im Manga so formuliert? Ja, ja, ja. Krass, hab ich. Also, ist ja logisch, dass das so sein wird in One Piece, aber. Oh, der Blitz. Ach so, ja. Der ist echt, stimmt. Ey, das ist krass. Oh. Mit den Sonnenstrahlen, Alter, voll schön. Boah, wirklich. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Das ist so ein richtiger Breath of the Wild Plot. Antike Roboter, ich dreh durch. Boah, der hat aber noch einen fetten Wanz, Alter. Ist der geil. Guck mal, jetzt so Sprungfederarme, wirklich. Damals schon, Gum Gum. Wikingerhelm, Elban-Style. Geil, oh. Oh mein Gott. Eketo, Eketo, viel auf einmal, Alter. Crazy. Geile Folge. Krass. Sanji wurde zwar auseinandergenommen, aber. Egal. Immer geil, wirklich. Und nächste Woche wird richtig geil, also diese. Ja, ey. Ich bin pumped, ich bin gespannt. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Abo auf Kanal bei mir, bei OPC und GTC. Und wir sehen uns sonst nächste Woche wieder. Hoffentlich diesmal pünktlich zur nächsten One Piece Folge. Bis dann. Mach's gut. Ciao und tschüss.